Danke, Markus. Was ich vorhin vergessen habe, dieses tolle Plakat, was ihr dir gesehen habt, gibt es in der Zentrale, in dem Coworking Space, von dem wir eben gehört haben, zu kaufen. Und zwar in A2 und Sonderfarbe. Ja, und der große Unterschied, von dem ich vorhin erzählen wollte, war, dass wir einen Stand vom Comic-Salon Erlangen geschenkt bekommen haben, 50 Quadratmeter, auf den wir uns austoben können. Und deswegen hätten wir gerne Besucher. So. Ja, ich hatte da die Idee, mal wieder so einen Vortrag zu machen. Und mit der Idee allein ist es ja immer erstmal ganz einfach, wie mit einem gedanklichen Urknall. Kosmische Energien sprühen umher, formenlose, zunächst unverbindliche Verbindungen, das ist kurz vor der Deadline. Man meldet sich beim Webmontag an, unerschrocken, wie man so ist, und plant, was über Marken zu erzählen. Ich erzähle euch ja immer gerne Märchen hier. Na, mal los. Je nachdem, in welcher Umgebung wir uns befinden, gibt es große Unterschiede in der Schöpfungsgeschichte einer Marke. Wir gehen aber mal von nachvollziehbaren Umständen aus, weil es noch etwas dauern wird, bis wir uns Kommunikationsstrategien für Startups auf dem Mars überlegen müssen. Nicht mehr ganz so lange, aber noch ein bisschen. Ja, und dieses Nichts, aus dem wir Dinge erschaffen, mit dem Blank Canvas, ist so wie mit Wasser. Es ist nie leer, es ist nie blank. Wir beziehen uns immer auf vorhandenes Material, auf uns bekannte Medien und bestehende Milieus. Das sind die Zutaten, die wir in unserer Umwelt, in unserer inneren Welt, unserem Denken vorfinden. Aus unterschiedlichsten Vorstellungen, dem Clash von Idee und Realität oder dem Verhältnis Problem und Lösung entsteht die potenziell lebensfähige Marke. Das kann eine innovative neue Idee sein oder eine Ergänzung zur bestehenden Markenfamilie oder ein zufälliger Segen, der einem in den Schoß fällt. Betrachten wir das Markenleben mal aus biologischer Sicht. Die Marke Schöpfung hat sich noch niemand patentieren lassen oder ist da jemand irgendwie auf dem neuesten Stand bei den Kreationisten? Wir haben es da mit der Banane versucht. Ich stelle die drei Faktoren Medium, Material und Milieu gegenüber, die Baustein, Voraussetzung und Umfeld der Idee sind in diesem Modell. Hinter der Idee steckt immer noch unser Cluster aus Sternstaub, der so ziemlich alles in Bewegung versetzen mag. Die Energie muss aber noch gebündelt werden, sonst ist es einfach nur Staub. Konzentrieren wir uns auf das, was die Idee antreibt, das, worauf sie zu reduzieren ist. Sagen wir, unsere Produkte sind leckere Brötchen. Unsere Motivation ist, dass wir gerne durch die Stadt fahren und Menschen glücklich machen. Wir verkaufen leckere Brötchen. Unsere Werte, gesundes Essen und Pünktlichkeit. Das Ding bekommt schon etwa eine grobe Form in euren Köpfen. Um unser Ding zu machen, wollen wir natürlich immer gern alles und immer sofort und gleichzeitig. Aber um auf den Punkt zu kommen, hilft es uns festzustellen, was keine Rolle spielt. Der brötchenbackende Fahrradladen mit Scheibenputzservice und Kalorienzähler und Tageszeitung und Fitbit wird erstmal nur zum Brötchenlieferanten. Wir müssen ja erstmal kleinere Brötchen backen. Nachdem wir jetzt also festgestellt haben, was wirklich wichtig ist, können wir uns den Rest überlegen. Die weiteren Schichten aus dem Kern holen. Was biete ich an, für wen, zu welchen Konditionen und in welchem Milieu findet das Ganze statt? Der Brötchenlieferant in New York City wird mit dem Fahrrad unterwegs sein und Bürogemeinschaften beliefern, die irgendwie zu spät zum Montagsmeeting sind und schnell Bagels brauchen. In Frankfurt wird er wahrscheinlich eher ein Velotaxi nehmen und sich auf veganes Frühstück spezialisieren. Also die zentrale Coworking Space nimmt gerne solche Lieferungen an. In Berlin müsst ihr schon ein Einrad benutzen und ein Katzenkostüm losziehen, damit das irgendwie kreativ ist. Ja, also die Idee, die wird in meinen Augen erst lebensfähig, wenn wir uns eine Kommunikationsstrategie überlegt haben, eine Visualität und die Kombination aus Markennamen und Markenzeichen vorliegt. Der Brötchenlieferant hat also jetzt seine Flyer und sein Logo gemacht, aber erst nachdem Mutti und Vati Test gegessen haben und nachdem er die Strecke Bornheim-Offenbach mehrmals abgefahren ist. Seine Marke besteht jetzt aus einem soliden Teig, der Identität und Werte enthält, aus umliegenden Teigschichten, die seine Dienstleistung, sein Produkt aufbauen und einer schönen Kruste, einer schönen Visualität, die sein Wesen und sein Angebot abbilden und ihn identifizierbar machen. Er hat jetzt ein Zeichen und einen Namen. Gibt es Vorschläge für den Brötchen?
Ich habe ihn mal Bread on Wheels genannt. Und er hat natürlich auch einen Titel. Markus weiß es bestimmt. Das ist der Senior Bread Developer. Ja, das hat er von unserem Developer geklaut. Und natürlich auch Wertvorstellungen. Wie die ist es jedem selbst überlassen. In diesem Fall liebt Brad Angelina. Wie kann ich mir diese, ja, also doch ein bisschen länger. Wie kann ich mir die Logik jetzt zunutze machen, das Ganze so ein bisschen tweaken? Es ist ja eher selten, dass eine Marke in freier Wildbahn sich einfach so entwickelt. Das findet in Agenturen statt, das wird künstlich befruchtet, herangezogen, schön gedrillt und eingepackt. Im Start-up-Bereich erlebe ich dann eher so die Hoppla-Hopp-Variante. Wir brauchen schnell ein Logo und schnell eine Form, bevor wir den Inhalt haben. So Markenkern zu erforschen, da werde ich dann so angeguckt, so, hey, warum? Es ist egal, ich wollte schnell ein Logo. Ich will Visitenkarten drucken. Und dann schicken wir ein Vehikel auf den Weg, damit schon mal die Kontakte geknüpft werden können, Dinge verkauft werden können. Und es bleibt natürlich auch meistens bei der ersten Version, es wird nie nochmal nachgefasst. Sieht also schon mal irgendwie aus, aber was dahinter steckt, was da für Werte eigentlich eingebettet werden müssen, das sieht man gar nicht. Und so ein Geist, der kann sich eine gewisse Zeit halten, aber durch fehlende DNA ist er nicht lebensfähig. Die andere Variante kennen wir aus der Werbung. Wer schon mal eine Marke in der Werbung betreut hat, weiß, dass es generell so abläuft. Alles reinpressen, was geht. Wenn man dieses eine Kind auf den Lebensweg schickt, das muss alles können. Und es geht meistens nach hinten los. Man sollte sich ein starkes Merkmal raussuchen. Eine Orientierung für die Dienstleistung, bis das Kind groß genug ist oder man denn dann auch weitere Kinder kriegen möchte, die dann diese Aufgaben übernehmen. Das Problem mit der eierlegenden Wollmilchsau habe ich euch ja schon mal in einem anderen Vortrag erklärt. Die eierlegende Wollmilchsau wird nach ihrem Erschaffungsversuch alles andere tun, als die ihr anvertrauten Aufgaben in gleicher Qualität zu erledigen. Ich sag mal so, heute gibt es Fleischmilch mit Eiergeschmack, morgen die Weltherrschaft. Nicht, wenn es nach den Veganern geht. Am I right? Okay. Dann ist nur ein Veganer hier heute anscheinend. Also anders sieht es dann mit Kombinationslösungen aus. Das kann man schon machen. Also unser Bread on Wheels kann sicherlich mehr als nur Brötchen ausliefern. Zum Beispiel die Zeitung mit dazu. 20% Zeitung, 80% Brötchen, ein Distributionsweg auf dem Fahrrad, das funktioniert. Oder 30% Schokoladenfabrik, 70% Vergnügungspark, eine Location, ein Film mit Johnny Depp, das läuft. Aber die Rechnung geht eben nur bis 100%. Niemand hat 200% Kapazität, nicht mal 101. Das ultimative Erfolgsrezept für eine Living Brand ist das regelmäßige Update, nicht die Mathematik zu verfälschen. Neue Informationen sind lebenswichtig. Sind meine Markenwerte noch zeitgemäß? Wie sieht es aus mit der Strategie, mit dem Aussehen? Ist mein Brand happy? Nein, nicht happy. Veränderung ist immer eine Chance. Eine erfolgreiche Änderung von Markennamen und Markenzeichen kann die Aufmerksamkeit steigern oder sogar Bekanntheit voraussetzen, wo eigentlich gar keine war. Bei diesem wunderbaren Beispiel. Als beliebte Retro-Marke kann es gelingen, über Multiplikation zu neuem Wachstum und Größe zu kommen, wie zum Beispiel bei der Sinalco. Ein Rebrand allein kann schon durch das andere Aussehen zum Quantensprung kommen. Wenn man allerdings so hinten dran ist, dass der Quantensprung gerade mal in die Gegenwart bringt, kann es zu spät sein. Sorry, MySpace, didn't work out for you. Die großen Gewinner des Rebrands sind die, die nicht viel Aufhebens darum machen. Die ihre Konkurrenz durch Inhalt im Schach halten, nicht durch ein noch peppigeres Logo, einen pippigeren Namen. Und was passiert, wenn ich von progressiveren Marken abgehängt werde? Wenn ich mich mit einer Armee fahrradfahrender Bäckerketten konfrontiert sehe, hilft mir dann, dass ich in den Anfängen mal ein großer Star war? Ein Comeback gelingt nur, wenn der Platz nicht schon belegt ist. Sorry, Brad. Ja, was machen wir jetzt, wenn das alte Territorium umstritten und belegt ist? Dann empfiehlt es sich, ein neues zu erschließen. Oder man liefert sich dem ewigen Kampf um Platz 2 aus und bleibt somit im Rennen, weil bekanntermaßen Wettbewerb das Geschäft belebt. Ja,
Ja, wir haben den Markenkern, das schon alles reingestopft, was für das Wachstum der Marke benötigt wird. Und jetzt müssen wir es nur noch kultivieren. Für ein erfolgreiches Wachstum gilt es, das Potenzial dieses kleinen Brandy im Auge zu behalten, aber schrittweise aufzubauen. Erstmal krabbeln, dann Fahrrad fahren, später vielleicht Auto und Astronaut. Vorsichtig mit den allzu ambitionierten Visionen für eure Brandys und immer schön ehrlich mit euch selbst sein. Vielleicht ist er nur ein Dreier-Schüler und gehört nicht aufs Gymnasium. Wenn ihr trotzdem eine Eins wollt, dann geht's ab zum Markencheck. Beim Markencheck schauen wir uns an, wo seid ihr denn hergekommen? Ja? Wie war denn das Kind in der Schule? Wie ist die aktuelle Situation und wie ist denn so die Beziehung der Marke nach innen und nach außen? Wie geht die Firma damit um? Wie die Zielgruppe? Der Brötchenmann ist sehr beliebt in New York, aber seine Fahrradkuriere sind sehr schlecht auf ihn zu sprechen. Betriebsklima ist nicht so gut. Das Geschäft läuft super, aber die Investoren wollen Innovationen sehen. Wie soll es jetzt weitergehen? Braucht meine Marke einen College-Fund? Wie investiere ich in ihren weiteren Weg? Geht sie auf Rucksacktour durch Europa oder macht sie Karriere in Übersee? Unser Brötchenmann erweitert auf innovative Fahrräder und löst sein Logistikproblem über Crowdsourcing. Dafür hat er nochmal die Strategie überarbeitet. Wenn man nicht alles, aber vieles richtig gemacht hat, freut sich die kleine Marke über die Feststellung ihres Wertes. Schulnote 1+ für Bread on Wheels im Jahre 2017. Die Brötchen sitzt auf Bestellung per App unterwegs, eine fahrradfahrende Community liefert aus und die Investoren freuen sich, weil die Brötchen weiter gut schmecken, während die Fahrräder über Solarpanels wiederverwertbare Energie einfahren und verkaufen. Yay für Brad und alles aus Liebe zu Angelina. Ja, die Betreuung der Marke ist eine Langzeitaufgabe, die ebenso zum Produkt gehört wie die Butter aufs Brot. Kleine Eingang und Rande. Also seid nett zu euren Marken, seid auch nett zu den eurer Kunden und gebt immer schön magischen Update-Sternenstaub drauf. Wenn ihr Fragen habt zum kleinen Brandy oder einen Brötchenkurierdienst auf dem Mars mit mir aufmachen wollt, schickt mir einen Tweet oder eine Mail und dann können wir es nochmal durchsprechen. Dankeschön!